Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bed Wars mit mir, dem Torben. Wir spielen auf der Map Tuk Tuk Island 4x3 und jetzt gehen wir erstmal in Team Blau. Yay. Ja, wir spielen mal wieder Tuk Tuk Island, haben wir auch schon länger nicht mehr gespielt. Ich finde die Map ziemlich cool. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Schreibt es doch einfach mal in die Kommentare, wie ihr die Map findet. Morgen, liebe Leute, gibt es die erste Folge von Minecraft. Auf was laber ich? Morgen ist Part. Wenn Bed Wars 100 Parts hat, also der 101. Part, das wird die erste Folge von Minecraft Bed Wars Achievement Hunter. Dann werden wir halt so lange, bis wir die Achievements voll haben, ab 100, werden wir Achievement Hunter machen. Und danach geht's weiter mit normalen Bed Wars, wenn wir die Achievements voll haben. Und ja, so läuft das. Da freue ich mich schon drauf auf Achievement Hunter. Das wird echt ein cooles Ding, wenn man dann nicht nur halt im Auge hat, die Runde zu gewinnen, sondern auch irgendeine Challenge, also eine Aufgabe erfüllen muss. Das ist eigentlich genauso wie bei den Challenges, nur dass das dann sogar noch vom Spiel vorgegeben ist. Was natürlich auch noch ein Stück cooler ist. Also ob es cooler ist, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall so, ja, keine Ahnung. Es sind halt Achievements, ne? Und mir macht Spaß, sowas zu holen. Was haltet ihr denn davon, wenn man sich erstmal ganz normal in die Mitte baut? Wie so ein richtig altmodischer Spieler. Und die Treppe zum Schluss baut und erst recht nicht einfach nur auf der Treppe rumstehen will. Ich habe mir übrigens vorgenommen, keine Spieler mehr zu beleidigen. Mal gucken, ob ich das durchhalten werde. Da bin ich echt mal gespannt. Ja, komm, snack das erste Gold, komm. Snack's dir. Ich habe noch nichts beleidigt. Alles cool. Alles is. So, ja, super, wie soll ich jetzt hier weg? Oh Gott, Alter, ich glaube, direkt hinter mir war einer. Ja, tatsächlich. Okay, der weiß nicht, dass wir ein Schwert haben. Deswegen muss ich den jetzt hier erwarten. Ne, muss ich gar nicht. Er kam gar nicht hinterher. What the fuck? Ich bin auf Skype. Okay. Alles klar. So, erstmal kurz beschäftigt gehen. Okay. Die ist das. So, ich bin in der Aufnahme. Hupsala. Wir brauchen Blöcke. Skype bin ich eigentlich fast nie online. Das war jetzt mal wegen der Absprache für ein neues Intro. Okay, das erste Bett ist schon kaputt. Das ging relativ schnell auf dieser Map. Das zweite Bett ist schon kaputt. Das ist auch relativ zügig gewesen. Na gut, ne? Aber mir soll es recht sein. Da müssen wir uns nur noch um ein Team wirklich kümmern. Dann jetzt mal kurz ausschalten. Hier kommt keiner. Das ist echt wichtig. Bogen habe ich doch schon, Torben, du Idiot. Ey. So, du brauchst nur noch ein Iron Sword und die beste Chestplate hier. So, Alter, überall kriege ich gerade Nachrichten, ey. Komm schon, ich bin so fame. Nein, Alter, jetzt aber mal gut. Ich nehme immer noch gerade auf. Ich habe keine Zeit für sowas. Leute, ich freue mich schon auf morgen, also für euch auf heute, an dem Tag, wenn ihr das Video guckt. Dann bin ich nämlich wieder eine Woche später, letzte Woche gestern war ich ja auch im Sauerland. Da bin ich morgen wieder, diesmal aber nicht nur mit meiner Family, sondern auch mal mit Kollegen aus meiner Stufe. Und das wird richtig cool. Wir haben dann zwei, die Snowboard fahren und einen Skifahrer, den wir natürlich erstmal schön ausgrenzen. Nein, machen wir natürlich nicht. Der muss sich dann halt mit uns abfinden. Wir als Snowboardfahrer sind ja natürlich viel cooler. Nee, aber ich... Alter. Gott sei Dank habe ich sein komisches, hässliches Ding da entdeckt. Boah, hat der mich erschrocken, ey. Okay, Alter. Huh! Da kam er auf einmal runtergesprungen, wie so ein Zigeuner. Okay, ich gehe jetzt erstmal den Roten töten. Der macht mir sonst ein bisschen zu viel Angst.
Weil wenn die da oben einen Weg haben, ich glaube nicht, dass wir unbedingt wollen, dass wir auf mehrere Wege gleichzeitig aufpassen müssen. So, wo ist denn der andere Rote? Ich sehe ihn nämlich schon gar nicht mehr. Das macht mir auch ein bisschen Angst. Ich muss mich einmal kurz wieder richtig hinsetzen. Typisch Torben halt. Das da unten ist unser Blauer. Hier sind zwei Blaue. Let's hope, dass an unserem Bett keiner ist. Nee, alles ist. Michael schreibt was? Kann man Michael sagen? Michael, Michael, juckt mich nicht. So, der Rote steht da unten, alles klar. Das sollte machbar sein. Kriege ich den direkt von hier? Pixel Dragon, wer ist der volle Krypto noch da bei denen? Ja, warte, ich schätze doch mal. Nee, ist er nicht, oder? Nee, ist er nicht, alles klar. Ja, alleine will ich das jetzt auch nicht machen. Wo ist der Rote denn jetzt schon wieder? Hat er sich da hochgebaut und kommt jetzt in die Mitte gerannt? Nee, macht er nicht. Den Roten will ich jetzt direkt erst töten, bevor der sich da zu lange equippt. Ich spiele jetzt meinen Goldvorteil aus hier. Zack, zack, zack. Kein großes Theater machen. Schnell weg. Wegtöten. Da hat er keine große Chance gehabt, weil ich das Eisenschwert hatte und so. Ja, wollte dann noch ein bisschen, ich setze jetzt mal in Anführungszeichen Boss-Spam machen. Er hat es versucht. Oh, es liegt da gerade einer. Ne, ich dachte, das wäre einer von uns, der zu dem Bett rennt. Das wäre aber auch zu schön gewesen. So, ich denke, die sollten gerade keinen Bogen haben. Das heißt, wir können auch mal hier ein bisschen. Oh, doch, haben sie. Na gut, dann haben wir mal lieber ein bisschen Respekt vor denen. Solange wir die. Shit, er hat ein Eisenschwert und hat die 5 Gold gerade einfach mal geopfert. Richtiges Opfer. Ja, der Michael geht aber auch oft sterben. Aber ich beschwere mich nicht über mein Team, weil ich echt ein spitzen Team habe. Ich beschwere mich überhaupt nicht. Also, es macht echt richtig Spaß gerade. Ich hoffe, die kriegen uns gleich nicht. Aber im Moment sieht das echt spitzenmäßig aus. So, jetzt versuche ich mal, den mit dem Bogen da zu töten, irgendwie. Der muss ja mal irgendwann verschwinden. Ich treffe den dahinter noch. Pass auf. Ah, jetzt. Genau. Jetzt muss er sich hinter dem Baum verkriechen. Jetzt will ich ihn gerne töten. Okay, er baut sich ein. Ist natürlich immer ein bisschen unklug. So. Damit ist er tot. Okay, jetzt habe ich den einzigen mit dem Bow von denen down. Erstmal wieder zurückziehen, weil da war ja noch ein Fully Equipped. Alleine schaffe ich die nicht. Zu grün. Der mit Bogen ist tot. So, ich habe den ja schließlich getötet. Da hat noch einer ein Eisenschwert. Okay, das ist unpraktisch. Einer hat da noch ein Eisenschwert. Da müssen wir auf den aufpassen. Vielleicht töten die Schafe ja einen. Das wäre echt cool. Vielleicht kriegt der es auch direkt. Ne, die laufen planlos, irgendwie ziellos. Was auch immer da hinten rum. Ich check mal kurz die Mitte aus, ob da vielleicht Gold für einen Stärketrank rumliegt. Dann würde ich das Ganze nämlich jetzt alleine versuchen. Ach, guck mal, das sieht doch spitzenmäßig aus. Jetzt ist die Frage, juckt die das, wenn man da unten zu deren Base geht und einen Stärketrank einkauft? Ich glaube nicht, oder? Doch, jetzt schon. Wenn der Michael nicht mehr da ist, dann juckt die das. Dann mögen die das, glaube ich, nicht so. Ich frage mich, woher die diese Sachen kriegen. Die waren doch gar nicht unten am Eisen, oder hatte. Okay, so, jetzt rennt einer hier mit mir hin. Und das heißt, let's go, Stärketrank, go, 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 go. Ich weiß nicht, was er getrunken hat. Ich glaube auch Stärke und Stärke mit Geschwindigkeit vermischt ergibt die Partikel. Ja, sieht so aus. Perfekt. Down, down. Oh, da ist ja noch ein Full Equipter. Okay, das war mal ein Full Equipter. So.
Komm, mach das Bett kaputt. Danke, 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 danke. Danke, danke. Oh mein Gott, alle drei Kills abgestaubt. GG, neuer Rekord? Ne, 9 Minuten 12. Okay, Leute, das war doch eine schöne Runde. Das Video geht insgesamt ungefähr 10 Minuten. Ist echt eine schicke Zeit. Keine Beschwerde, keine einzige Beleidigung in der Folge. Wir sind echt richtig gut abgegangen. Und ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen wie mir. Ich musste mich wirklich kein Mal über ein Team aufregen. Weil das Team war echt perfekt. Und dann würde ich sagen, hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da. Um nichts mehr zu verpassen, könnt ihr auch gerne abonnieren. Was ich jetzt noch mal kurz am Rand anmerke, ist, dass bald das 2000, ach, der 2000 Abonnenten, der Community-Abend 2.0 stattfinden wird. Der letzte war ja Ende November, Anfang Dezember. Und ja, ich glaube, der nächste wird Ende Februar, Anfang März sein. Und da könnt ihr euch schon drauf freuen. Nähere Infos werden wir dazu natürlich noch bekannt geben. Jo, dann hoffentlich abonniert ihr uns. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Haut rein und ciao.